Und da wären wir auch schon wieder. Und ich habe eine super Idee. Also ich habe mir in der Zwischenzeit Gedanken gemacht, wie wir jetzt langfristig weiterspielen und so weiter. Und meine super Idee ist, ich baue eine große Kiste. Oder einfach eine Stahlkiste, denke ich, müsste reichen. Die tun wir irgendwo hin, dass sie ein bisschen separat ist. Und ich weiß, dass sie für was Besonderes ist. Zum Beispiel hier. Und in diese Kiste kommen dann alle Sachen rein, die man für eine komplett neue Basis braucht. Warte mal ganz kurz. Wenn wir einen Roboport aufsetzen, braucht der Strom, genau richtig? Ja, schade. Also, die Energie, die Idee, die ich generell habe, ist, wir nehmen die Kiste hier und tun da alles rein, was wir für eine komplett neue Basis brauchen. Und dann laufen wir, also wir entleeren unseren Inventar komplett in die Kisten da rein, nehmen alles aus der Kiste mit, laufen zu irgendeinem größeren Erzfeld. Das kann ruhig tierisch weit weg sein, das ist vollkommen Wumpe. Das heißt, wir schnappen uns irgendwann ein gepanzertes Auto und heizen mal durch die Walachei und suchen nach einer Stelle, wo nicht ganz so viele Basen sind, aber ein schön großes Erzfeld. Und da bauen wir dann eine neue Basis auf. Mit etwas Glück können wir die beiden Basen dann mit einer Bahnstrecke verbinden. Mit Pech halt nicht. Dann sorgen wir dafür, dass in der neuen Basis einfach alles an Eisenerz eingeschmolzen wird. Und dann gehe ich einmal alle 10 Folgen mit einem kompletten Inventar voll von Eisenplatten, was ja ziemlich viele sind, von der neuen Basis zur alten Basis. Und so kriegen wir unsere Ressourcen. Das heißt, ich werde mir jetzt keinen Kopf drum machen, dass... Oh. Ich werde mir jetzt keinen Kopf drum machen, dass wir irgendwann kein Eisen mehr haben und jetzt Panik schieben und was weiß ich. Wenn es irgendwann soweit ist, dass wir kein Eisen mehr haben, haben wir halt keins, dann ziehe ich los. Dann holen wir welches und dann ist gut. So. Weil die letzten Folgen war ich doch ein wenig deprimiert, was den Spielverlauf so angeht, weil ich zum einen nicht wirklich zufrieden bin mit diesen Lebensadern und weil ich mir Sorgen gemacht habe, dass das Eisen knapp wird und dass die Gegnerbasen zu nah dran sind und so weiter und so weiter. Aber davon will ich mich jetzt nicht mehr tangieren lassen. Was mich schon mal positiv beeindruckt hat, waren die ganzen neuen Ärmchen. Dadurch vor allem, dass es jetzt diese ganz schnellen Ärmchen gibt und auch ganz schnell intelligente Ärmchen und später wohl auch noch ganz schnelle lange Ärmchen, können wir jetzt hier viel besser rumfriemeln als vorher gedacht. Und vor allem auch die MK2, 3, 4, 5, 6 Fabriken helfen diesem Konzept sehr viel weiter. Also vorher in Vanilla war es ja so, dass man irgendwann mit einer Drahtfabrik einfach nicht mehr klargekommen ist. Dann brauchte man halt 2, 3 Drahtfabriken pro grüner Chipfabrik. Aber hier können wir einfach die Chipfabrik auf blau oder gelb lassen und machen die Drahtfabrik zu einer MK26 Fabrik. Dann produziert die auch genug Draht, um das Ding dann zu versorgen. Und dazu kommt dann halt noch, dass die höheren Fabriken, die ich übrigens auch mal anfangen sollte zu bauen, ja, boah, Kleinkram, dass die höheren Fabriken auch immer mehr Slots bekommen. Also die hier hat jetzt nur 2, ich glaube die gelbe hat 3 und die Ditec-Fabriken, die müssten 4 plus haben. Irgendwo hatten wir schon so ein Ditec-Ding gebaut, das hatte richtig viele Slots. Ich weiß nur gar nicht mehr, wo das war. Also irgendein Ding hatte schon 4 oder 5 Slots, die wir aber nicht wirklich genutzt haben. Ah, 18 Engines, komm mal mit. Warum werdet ihr gerade nicht gebaut? Ihr habt keine Zahnräder, weil du kein Eisen bekommst. Weil... Hä? Oh. Sobald sich die grünen Ärmchen stauen, kann er kein Eisen drauflegen? Das ist komisch. Das ist das Schöne an den Lebensadern. Das Schöne und das Schlimme zugleich. Es kommen immer wieder neue Probleme, von denen man vorher nicht gedacht hätte, dass sie kommen können. Und so lernt man halt mit den Problemen umzugehen. Jetzt will ich erstmal gucken, ob das Problem wieder auftritt. Eisen wird verbraucht. Warum baust du... Achso, weil du hast schon 2 Iron Wheels. Ja, das ist sowieso ein Problem von den Fabriken, dass sie echt so wenig Rohmaterialien drin halten können. Ich guck mal, ob die gelben mehr haben können. Nö, auch in den gelben dürfen nur 2 liegen. Gut, dann bauen wir dich gleich wieder zurück um, weil ich keine tolle gelbe Fabrik hier haben möchte. Ich möchte tolle gelbe Fabriken lieber haben. Draht.
Ja, Draht. Definitiv Draht. 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 Was war das denn gerade? Hört sich irgendwie glitschig an. Aber gut, die laufen jetzt also schneller. Bekommen wir nicht schnell genug die Ressourcen, weil, ne, nicht genug Kupfer kommt. Oh, stimmt. Wir wollten auch alles ersetzen durch die schnellen Fließbänder. Das ist dein Problem. Hier sieht das gut aus. Hier ist eh viel zu viel Draht. Hier bräuchten wir mal mehr Ärmchen. Oh, das sieht schon viel besser aus. So, wo brauchen wir jetzt schnelle Fließbänder? Hier oben beim Kupfer. Allgemein kommt hier zu wenig Kupfer rauf. Hier kommt zu wenig Kupfer an. Das liegt aber daran, dass wir einfach nicht genug Kupfer haben. Und ich brauche unbedingt die großen Kisten. Weil dann könnte ich aus dieser großen Kiste, die denn hier ist, eins nach innen legen lassen, eins nach außen legen lassen, dass es schön gleichmäßig verteilt wird. Trotzdem brauchen wir mehr Kupfer. Woran hapert es hier? Einfach nur an Geschwindigkeit, ha? Wie schaut es stromtechnisch aus? Gut. Okay, dann hole ich mir jetzt von unten einfach ein paar Speedmodule. So 50. Und die setze ich dann oben bei den Schmelzöfen ein. Und dann gucken wir mal, ob wir dann Stromprobleme haben, was eigentlich der Fall sein sollte. Also gib mir 50 MK1 Speedmodule. So, Züge sind fertig. Sehr schön. Also die Grundsachen für die Züge. Das da und das da müssten wir noch erforschen. Was machst du? Eine gepanzerte Lokomotive. Und ein gepanzertes Cargo Wagon. Ja, sehr schön. Also Ditec fügt auch neue Züge ein. Goodie, goodie. Was jetzt? Akkus Stufe 1 hatten wir schon, ne? Ja, hatten wir schon. Ich hätte gerne... Hatten wir das Laufgerüst schon? Nein, das braucht die Solarzellen. Ja komm, ich hätte gerne Portal Solar Panel und dann das Laufding. Damit ich meine modulare Rüstung hier mit zweimal schneller laufen und Rest Solarmodulen vollstopfen kann. Und vielleicht noch 2-3 Schilde. Wäre dann schon mal ein guter Anfang. Und ich würde ganz gerne wieder Fließbänder klauen. Wobei, was kommt auf die von oben kommend rechte Seite? Die Ärmchen, die kommen von da. Sonst kommt da gar nichts rauf? Nö. Wozu ist das Fließband hier oben eigentlich? Das wird gar nicht benutzt, ne? Nee. Okay. Dann können wir hier einfach eine Kiste hinbappen. So, machen da dann ein schnelles Ärmchen hin. Warum liegt es jetzt doch auf die linke Seite? Linke Seite ist nicht gut. Stopp, 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 stopp. Linke Seite ist nicht gut. Cool. Dann machen wir das einfach so. Bei sowas haben wir keine Skrupel. Machen einfach. Tada! Schon kommt alles wieder auf die von oben kommt, linke Seite. Ich weiß nicht, warum ich mir das so rum angewöhnt habe. Eigentlich wäre, wenn ich jetzt sagen würde, die rechte Seite ist doch wesentlich. Ne? Offensichtlicher. Und wenn das Ding nach oben fahren würde, wäre es halt trotzdem wieder die rechte Seite. Ja, aber gut. Hauptsache ihr wisst, was ich meine, aber ihr seht es ja auch, was da ist. Und jetzt haben wir eine Kiste. Die sollten wir beschränken auf, sagen wir mal, 4 Stacks sind 200. Ich will mehr. So, 100, 200, 300. 300 Fließbänder, das klingt gut. Dann brauchen wir hierfür noch 5 Eisenzahnräder jeweils. Eisenzahnräder sind hier. Hier brauchen wir oben auch keins davon. Das heißt, hier kommt auch eine Kiste hin. Und da kommt auch ein Fließband hin. Und das fließt auch so komisch. So. Oh, das war jetzt ein wenig zu eng. Nee, es ist so falsch. Es ist so falsch. Es geht nicht, ja? Mist. Okay. Idee. Der eine oder andere kann sich schon denken. Cool.
Mist. Obwohl, warte. Wenn ich das... Das ist doof, das geht wesentlich einfacher. Ich muss nur einfach ein anderes Ärmchen benutzen. Q. Ja, so. So, und du musst es einfach auf das... Q. Also rechts kommen die hin, auf das linke. Also musst du da so ein halbes Ärmchen benutzen. So, richtig. Q. Und du brauchst auf jeden Fall ein schnelleres Ärmchen. So, das Solarpanel-Ding ist fertig. Dann bitte meine Gehhilfe. Wir werden hier alt. Und jetzt hätte ich gerne noch ein schnelles halbes Ärmchen. Fast Half Output Inserter. Genau dich hätte ich gerne. So. Sehr schön. Und die da brauche ich persönlich für... Für da. Ganz viel da. Und ich sollte mein Inventar wieder ausmisten. Also gerade die ganzen Inserter sind zwar super praktisch, aber mein Inventar ist völlig zugespammt. Alte Rüstung kann weg. Holz und Stein kann weg. Die Science Packs kann ich mal einsortieren. Plastik. Oh, es kommt. Oh, es kommt kein Plastik mehr an. Was für ein Weltuntergang. Sollte ich mich trotzdem bei Zeiten mal drum kümmern. Batterien stauen sich super. Das ist sehr schön. Weil die normalen Lasertürme brauchen ja schon recht viele Batterien. Und ich denke mal, die Hightech-Super-Duper-Lasertürme später brauchen noch viel, viel mehr. So, du bekommst lila Tränke. Du bekommst mal das, was wir da dabei haben. Okay. Wofür warst du? Du bist einfach nur da, falls... Ja komm, dann nimm mal hier so einen langen Arm. Oh, ist der falsche. Nimm... Hier so einen und tu das damit drauf. Damit immer genug Draht da ist. Gut. Was wollte ich noch machen? Was soll ich noch machen? Also Bäume müssen wir noch mal einmal abfällen. Also die Gummibäume. Wir wollten die Speedmodule hier reinpacken. Genau. Rechts, 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 rechts. Danke nochmal Pno für den Hinweis. Also wenn man was auf dem Cursor hat und einfach Steuerung gedrückt hält und rechts reinklickt, packt ihr die überall rein. Das geht doch dezent schneller, als jedes Mal das aufzumachen. So, Stromverbrauch. Oh, wir kommen gar nicht hinterher. Ich dachte, das wäre andersrum. Okay, problematisch. Warum hast du so... Hä? Ich bin verwirrt. Ah doch, das ist gut. Konsum ist vollkommen ausgelastet. Produktion verwendet nur 40% ihrer möglichen Leistung, um das vollkommen auszufüllen. Richtig? Ja, okay. Also es ist alles gut. Sonst würde hier auch die Anzeige rechts in dem kleinen Fenster dabei Electricity, wäre die nicht 100% grün. Okay, also wir haben genug Strom, wir haben genug das. Dann kommt jetzt das hier. Das Eisen. Schneller. Ne, primär das Kupfer eigentlich schneller, oder? Ich guck mal, wo was hängen bleibt. Also Eisen kommt kaum was durch. Das ist aber ein bekanntes Problem. Vor allem, wenn wir zwei Stahlschmelzen haben. Sind zwei Stahlschmelzen überhaupt notwendig? Ich beschränke das mal auf zwei. Nehme das so mit. Und dich kann ich nicht beschränken, weil da keine Kiste ist. Aber dann müsste sich das hier irgendwann stauen. Nämlich jetzt. Warum tust du das da? Hä? Achso, weil er es da nachgelegt hat. Okay. Das ist okay. Kupferdraht ist hier auch in Ordnung. Das sieht eigentlich alles ziemlich gut aus. Die ganzen technischen Sachen laufen auch durch. Und wie mir in einem Kommentar gesagt wurde, wir hatten schon mal einen kleinen Angriff. Den habe ich noch vollkommen übersehen. Also es hat kurz hier unten geblinkt. Aber ich war halt anderweitig beschäftigt. Habe es deswegen ignoriert. Wir haben dann 9 Türme gleichzeitig geschossen. Die Beißer kamen nicht mal an die Mauer ran. Sonst hätte es halt einen Warnton gegeben und eine rote Nachricht und was weiß ich.
Das heißt, unsere Verteidigungsanlage ist auf jeden Fall so gut, dass sie hier nicht mal an die Mauer rankommen. Das heißt, selbst wenn sie stärker werden würden, wäre es absolut kein Problem, weil wir haben ja zwei Mauern, die sie dann erstmal kaputt beißen müssten. Wobei, das gehört auch auf jeden Fall noch zur Verteidigungsanlage. Wir brauchen auf jeden Fall noch Robopods da oben und wir brauchen Logistikroboter, die dann alles reparieren.